Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Spartacus und wir spielen jetzt eine Runde Palm Island Insel to Go aus dem Kosmos Verlag. Das Spiel ist von John Meidling aus 2018, kostet 8 Euro, ist ein kleines Spiel für ein und zwei Spieler. Es gibt eine Koop-Variante. Wir schauen uns das an. Eine Spielanleitung, die keine Rätsel aufgibt und eine Menge Karten. Das ist ein reines Kartenspiel, einmal raussortiert. Es gibt in zwei Farben, einmal blau und einmal rot, jeweils ein Deck von Spielkarten, eine Orientierungskarte für die Punktestände bzw. die möglichen Errungenschaften, sehen wir hier vorne schon, und eine Rundenkarte. Das rote Deck legen wir zur Seite, mit dem blauen Deck werden wir gleich spielen. Die Errungenschaften sind Gegenstände, Dinge, die einem später im Spiel helfen. Dafür muss man aber vorher ein paar Dinge erreicht haben, zum Beispiel mehr als 30 Punkte im Spiel erreicht haben und so weiter. Das brauchen wir heute nicht. Wir kommen auch zur Seite. Für den Koop-Modus gibt es einmal drei sogenannte Katastrophen, gegen die man anspielen muss, gegen die man gemeinsam anspielt, jeder mit seinem Deck. Und gemeinsam muss man versuchen, die Ressourcen hier zusammenzutragen, die Karten entsprechend aufzuwerten, um die Katastrophe besiegen zu können. Auch das spielen wir heute nicht. Und beim Koop-Modus helfen einem auch die Gemeinschaftskarten. Das sind Lager und Ressourcenmöglichkeiten, um mit den Fischen, Holz und Stein, das sind die Symbole, die wir hier sehen, umgehen zu können gemeinsam. Sehr hilfreich im gemeinsamen Spiel, aber heute auch nicht notwendig. Wir haben hier ein Solospiel, das wir heute nutzen. Palm Island deswegen, nicht nur weil es auf einer Palmeninsel spielt, sondern weil man es auch in der Handfläche spielen kann. Man braucht praktisch keine Tischablage mehr, wenn man damit einmal mit den Vorbereitungen fertig ist. Die Rundenkarte legen wir erstmal zur Seite. Die Punktorientierung brauchen wir am Schluss, wenn wir das Spiel beendet haben. Hier haben wir 16 eigentliche Spielkarten und die haben 4 verschiedene Seiten. Ihr seht es hier bei dieser beispielhaften Wohnhütte. Die hat hier links oben ein Sonnensymbol. Mit der Seite und der oberen Hälfte dieser Seite beginnt das Spiel auf jeder Karte. Das müssen wir gleich entsprechend sortieren. Und dann kann ich in diesem Beispiel hier eine Aktion namens Rotieren nutzen, wenn ich dafür diese Ressourcen bezahle, ein Holz und einen Fisch. Dann kann ich die Karte rotieren. Rotieren heißt hier, ich drehe sie, ohne sie zu wenden. Dann habe ich diese Karte aufgewertet. Jetzt gilt der obere Teil hier. Ich sehe jetzt, ich habe sie einmal aufgewertet und sie bringt mir auch schon einen Siegpunkt. Ich kann sie aber nochmal wenden. Wenn ich dann auch mal ein Holz, einen Fisch und einen Stein dazu bezahle, dann kann ich sie wenden. Wenden ist das hier, das ist diese Bewegung. Jetzt hat die Karte schon 3 Siegpunkte, ist zweimal aufgewertet. Ich kann sie nochmal rotieren. Wenn ich jetzt 2 Holz, 2 Fisch und 2 Steine bezahle, dann kann ich sie nochmal rotieren. Jetzt ist sie dreifach aufgewertet. Jetzt gibt sie mir 6 Siegpunkte und ich kann nichts weiter tun. Das ist bei jeder Karte leicht unterschiedlich. In diesem Falle waren es die Wohnhütten, die mir bis zu 6 Siegpunkte geben. Es gibt aber auch Ressourcenkarten, wie zum Beispiel diesen Fischer hier. In dieser Aufwertung, der ist jetzt einmal aufgewertet schon, da gibt er mir kostenlos ein Holz, ein Fisch. Da kann ich sie kippen. Das ist das hier. Und das muss ich sie, dann kann ich diese Ressource verwenden. Wie man das spielt, zeige ich euch gleich. Was ich jetzt aber zuerst machen muss, ich muss tatsächlich von jeder Karte die obere Seite mit dem Sonnensymbol oben links bestücken. Und mit der Seite fängt man nämlich das Spiel an. Das muss ich jetzt bei jeder Karte machen. Ich habe das Spiel zuletzt vor einigen Minuten gespielt, um nochmal reinzukommen. Habe das jetzt seit etwa einer Woche und lerne fleißig, wie das mit dem Punktesammeln funktioniert. So, jetzt habe ich alle Karten mit der Sonnenseite links oben, mit dem Sonnensymbol. Das kann ich einmal mischen, das Deck, ohne die Karten zu kippen, zu rotieren, zu wenden. Nochmal checken, ob alles oben ist, links oben, das Sonnensymbol, jawohl, alle 16 Karten da. Jetzt kommt die Rundenkarte, die zeigt uns die 1, wenn ich dann rotiere, die 2, wenn ich dann wende, die 3, die 4, dann muss ich wieder wenden, dann fange ich mit den kleinen Zahlen an und die 8 markiert das Rundenende. Ich spiele also 8 Mal das Deck durch und dann bin ich am Ende und muss meine Punkte zählen. Die Rundenkarte kommt mit der 1 oben, Sonnensymbol,
nach hinten aufs Deck. Und dann geht das Spiel auch schon los. Und wir werden jetzt keinerlei anderen Platz mehr brauchen als unsere Handfläche. Deswegen eben auch Palm Island als doppeldeutiges Wortspiel. So, jetzt habe ich den Tempel. Dazu brauche ich, um ihn aufwerten zu können, ein Holz, ein Fisch, zwei Steine. Das habe ich nicht. Ich sehe es nirgendwo. Ich habe es nicht. Komme auch nicht so einmal wird das dran. Ich darf mir zwei Karten angucken. Nein, ich darf mir sogar drei Karten angucken. Und ich darf mit den oberen beiden Karten etwas tun. Wenn ich etwas tun muss oder möchte, dann kann ich das mit den oberen beiden Karten tun. Wenn ich nichts tun kann, dann muss ich die obere Karte nach hinten stecken. Aber nicht die zweite. Wenn ich mit dieser nichts tun möchte, aber die obere behalten würde, wollen würde, das geht nicht mit diesen Regeln. Das heißt, ich muss immer die oberste Karte dann wegstecken, wenn ich mit der zweiten und der ersten auch nichts tun kann. Die dritte kann ich gucken, was kommt eigentlich als nächstes. Ich kann aber nicht immer durchs ganze Deck gucken, um mir dann das Wissen anzueignen, was überhaupt in der Zukunft kommt, sondern ich kann immer nur die obersten drei Karten mir anschauen. So, wir schauen uns das an. Ich kann nichts machen, ich habe diese Ressourcen nicht. Ich muss die Karte nach hinten stecken. Mit diesen beiden nächsten Karten kann ich auch nichts machen. Was käme als nächstes? Noch ein Steinbruch, der hilft mir auch nicht. Ich muss hier wieder die erste Karte nach hinten stecken. Jetzt kommen zwei Steinbrüche. Da hinten kommt ein Holzarbeiter. Ja, oben sieht man ihn. Der würde mir jetzt helfen, zumindest teilweise. Er gibt mir ein Holz, das seht ihr hier schon, frei. Aber den kann ich noch nicht nutzen. Ich kann nur mit den ersten beiden Karten was machen. Kann ich aber nicht, habe die Ressourcen nicht. Kommt wieder die erste nach hinten. So, jetzt haben wir den Holzarbeiter als zweite Karte. Als dritte Karte kommt ein Markt. Der Holzarbeiter gibt mir kostenfrei ein Holz, indem ich diese Karte kippe und nach hinten stecke. Immer schön hinters Deck. In diesem Falle muss ich jetzt mit dem Zeigefinger die Karte quer festhalten. Ja, kann man sehen. So, jetzt habe ich immer noch den Steinbruch vorne. Mit dem kann ich immer noch nichts machen, denn ich bräuchte zwei Holz oder zwei Fisch, um etwas damit zu tun. Also sprich rotieren oder wenden. Habe ich beides nicht. Ich habe nur das, was ich hier sehe. Und ich darf hier auch nur vier Karten haben. Kommen wir vielleicht später noch zu. Im Verlauf des Spiels kann das wichtig werden. Was habe ich hier? Ich habe hier den Markt und dahinter kommt ein Fisch. Ein Fischer. Und der gibt mir kostenlos Fisch. Aha, okay. Ich weiß also, jetzt kommt bald ein Fisch. Ich muss aber mich erst entscheiden, was ich hier tue. Der Markt ermöglicht mir, etwas einzutauschen, einen Fisch oder ein Holz zum Beispiel gegen den Stein. Dann kann ich die Karte kippen, wenn ich die Ressource bezahle. Das könnte ich tun. Ich habe ja das Holz zum Beispiel. Ich brauche aber den Stein noch gar nicht. Ich wüsste nicht, wo ich ihn jetzt einsetzen soll. Also mache ich mit dem Markt nichts, mache mit dem Steinbruch nichts. Dann muss die oberste Karte nach hinten. So, weiter geht's. Den Fisch kann ich jetzt nutzen. Und dahinter kommt noch ein Holzarbeiter. Tja, den könnte ich jetzt auch schon, weil ich ja schon einen Fisch und ein Holz habe, auch schon aufwerten, indem ich ihn rotiere. Jetzt schauen wir mal, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, es gibt nach wie vor ein Holz kostenfrei, aber er hätte schon mal einen Siegpunkt. Ist noch ein bisschen früh, um auf Siegpunkte zu gehen. Was haben wir da hinten? Ein Tempel. Schauen wir mal. Ich werde mal das Holz nehmen. So, mit dem Tempel. Und danach kommt eine Wohnhütte. Den Tempel aufzuwerten, das kann ich nicht tun. Dafür bräuchte ich nämlich zwei Steine, die ich nicht habe. Den Stein hier könnte ich mir dafür zwar nehmen, indem ich ihn gegen ein Holz zum Beispiel eintausche, aber dann habe ich nur einen Stein und nicht den zweiten. Den sehe ich nirgendwo. Dann kann ich den Markt also nach hinten bringen und dann gucken, was ich mit der Wohnhütte machen kann. Die Wohnhütte könnte ich jetzt schon aufwerten. Hier ein Holz, ein Fisch, das habe ich da liegen, könnte es bezahlen. Dann würde mir das einen Siegpunkt bringen, aber auch nicht viel mehr. Auch hier halte ich es noch für ein bisschen früh, jetzt schon auf Siegpunkte zu spielen. Den Tempel kann ich nicht aufwerten, die Wohnhütte wollte ich auch nicht aufwerten. Hier habe ich einen Handelsposten, der als nächstes kommt. Da kann ich etwas tauschen. Könnte ich zwei Holz gegen ein Holz, ein Fisch tauschen. Oder zwei Fisch gegen ein Holz, ein Fisch. Ja, ich hätte zwar die zwei Holz, aber was will ich dann mit im Gegenzug mit einem Holz und einem Fisch? Was kommt man denn als nächstes? Der Steinbruch. Der könnte mir helfen. Wir werden die Wohnhütte nach hinten schieben, den Handelsposten, damit mache ich nichts, aber ich werde die zwei Holz bezahlen, um den Steinbruch aufzuwerten. Was bringt der mir nämlich? Der bringt mir kostenlos in der Zukunft einen Stein. Hier oben seht ihr es, kostenlos. Um das tun zu können, zahle ich jetzt die zwei Holz. Das heißt, ich kippe die Ressourcen, ohne ihre Position im Deck zu verändern, wieder nach aufrecht hin. Lasse sie also verschwinden und dann kann ich den Steinbruch rotieren und muss ihn auch nach hinten stecken. So, jetzt habe ich wieder kostenlos das Holz
Und jetzt könnte ich mir auch kostenlos noch einen Fisch nehmen. Ich kann aber auch hingehen und diese Fischereistelle hier aufwerten, indem ich einen Fisch bezahle. Jetzt habe ich hier beide Möglichkeiten, rotieren oder wenden, jeweils nur für einen Fisch. Wir schauen uns das an. Für rotieren würden wir dann künftig zwei Fisch bekommen und für wenden ein Fisch, ein Holz. Beides kann interessant sein. Wir entscheiden uns heute mal für rotieren, stecken die Karte nach hinten und müssen dafür natürlich den Fisch bezahlen. Und schwupp, haben wir Glück, kommt der Fisch wieder, nämlich dieser hier. Den können wir jetzt gerade nicht aufwerten, dann können wir ihn jetzt aber zumindest nehmen. Immer noch den Handelsposten vorne, den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wir gucken aber mal, wie wir weiterkommen. Hier ist ein Werkzeugmacher. Der bringt uns im Moment nichts, aber wir könnten ihn aufwerten. Einmal durch Wenden, einmal durch Rotieren. Fürs Rotieren brauchen wir Stein. Haben wir nicht. Wenden, ein Fisch, ein Holz haben wir. Würde uns künftig kostenlos ein Fisch, ein Holz bringen. Das machen wir. Wir zahlen diese Ressourcen, wenden ihn und stecken ihn nach hinten. So, und jetzt haben wir das Rundenende auch in Sicht. Die oberste Karte müssen wir jetzt nach hinten kippen. Wir haben nichts mehr, oder nach hinten stecken. Wir haben nichts mehr, was wir machen können. Und jetzt sind wir am Rundenende. Einmal gewendet, nein, rotiert in diesem Falle, und nach hinten gesteckt. Es geht wieder los. Wir sehen jetzt wieder einen Tempel. Wir müssen also beim nächsten Mal versuchen, oder bei einem der nächsten Runden dafür sorgen, dass wir ein Fisch, ein Holz, zwei Steine haben, damit wir mit dem Tempel was machen können. Haben wir gerade nicht. Genauso wenig wie Holz und Fisch, um mit der Wohnhütte was machen zu können. Und mit dem Steinbruch kriegen wir auch nichts hin. Also, wir müssten eigentlich mal gucken, dass wir eine Runde mit Ressourcen beenden. Ups, der Tempel muss nach hinten. Da kommt Holz erst. Das heißt, wir müssen die Wohnhütte nach hinten packen. Jetzt können wir uns das Holz nehmen. Das reicht noch nicht, um mit dem Steinbruch was zu tun. Jetzt kommt ein Fisch dazu. Den können wir noch nicht aufwerten. Den Holzarbeiter könnten wir aufwerten. Es gibt ja den Siegpunkt, das hatten wir eben schon mal gesehen. Das lassen wir aber noch. Den Steinbruch können wir nicht aufwerten. Den Holz nehmen wir uns aber. Den Markt brauchen wir nicht. Für den Tempel fehlt uns der Stein. Die Wohnhütte aufwerten würde uns einen Siegpunkt bringen, aber das kostet uns auch die Ressourcen. Das lassen wir nochmal. Jetzt können wir uns den Stein nehmen hier vom Steinbruch. So, und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Ressourcenkarten. Und hier habe ich kostenlose Ressourcen, die als nächstes wieder kommen, die ich aber jetzt im Moment gar nicht nutzen kann, weil ich sie gar nicht hier lagern darf. Das Holz, ich habe zwei Holz, das kann ich verschwinden lassen. Das brauchen wir nicht. Aber die zwei Fisch, upsa. Die zwei Fische sind interessant. Die sind nämlich erstens kostenlos. Da kommt auch schon der dritte. Huch, habe ich jetzt das Holz aus Versehen verschwinden lassen? Da war noch ein Holzarbeiter vorher. Das ist mir reingerutscht eben. Da war er. Das Holz hatte ich. So. Kontrolliere ich gleich nochmal im Video, ob das auch richtig war. So, ich komme also jetzt zu Fischen. Hier kommen Fische. Hier könnte ich kostenlos zwei Fische nehmen, habe aber vier Ressourcenkarten. Naja, was spricht dagegen? Ich kann einen Fisch opfern und kann mir dafür zwei Fische nehmen. Das war eine schlechte Entscheidung. Wir machen das. Ich hätte den einen Fisch ausgeben können, um den anderen Fisch aufzuwerten. Das war nicht gut. Wir müssen aber jetzt dabei bleiben. Ich finde den einen Fisch bestimmt nicht mehr raus. Heißt also jetzt, wir haben diese Situation. Den Werkzeugmacher habe ich, den könnte ich aufwerten mit einem Holz, einem Fisch, einem Stein. Holz habe ich, Stein habe ich. Ich habe auch einen Fisch. Dann müsste ich den zweiten Fisch ausgeben. Es gibt kein Wechselgeld. Ich müsste ihn praktisch opfern. Ich kann auch die zwei Fische opfern, um den einen Fischer hier aufzuwerten. Ich glaube, das machen wir. Wir kriegen ja direkt im Anschluss jetzt einen Fisch und ein Holz kostenlos. Was kommt dahinter? Ein Handelsposten, den brauchen wir vielleicht nicht. Ich opfere die zwei Fische, um diesen einen Fisch aufzuwerten. Und zwar diesmal mit dem Wenden. Dann bringt er mir künftig ein Holz, ein Fisch. So, jetzt habe ich auch nur noch drei Ressourcenkarten. Ich kann mir jetzt also diese Ressourcenkarte vom Werkzeugmacher nehmen. Gucken wir noch mal drauf. Aufwerten kann ich ihn nicht. Jetzt habe ich den Handelsposten, mit dem kann ich nichts machen. So, jetzt habe ich einen Fisch, drei Holz und einen Stein.
und die Runde ist zu Ende. Jetzt muss ich wenden auf Runde 3 und den nach hinten stecken und kann mit dem Tempel immer noch nichts machen. Fisch und Holz habe ich, aber mir fehlt der zweite Stein. Ich habe nur einen. Aber Fisch und Holz kann ich nutzen, um mit der Wohnhütte was zu tun. Ich kann sie aufwerten. So, und jetzt habe ich ein kleines bisschen Mist gebaut. Ist wahrscheinlich nicht weiter schlimm. Den Tempel kann ich immer noch nicht aufwerten. Die Ressource hier habe ich nicht genutzt und sie ist wieder vorne. Das heißt, die muss ich nach hinten packen. Und diese Ressource muss ungenutzt nach hinten. Und wir sind wieder nur bei einem Stein, einem Holz. Mit dem Steinbruch können wir nichts machen. Den Fisch können wir uns nehmen. Zwei Fische haben wir nicht. Wir können also mit den beiden Steinbrüchen nichts machen. Und auch dieses Holz habe ich nicht genutzt. Das heißt, der Steinbruch kommt nach hinten. Das Holz kommt ungenutzt nach hinten. Mit dem Markt, tja, der hilft mir auch nicht. Der Tempel hilft mir auch nicht, dann kommt der Markt nach hinten. Holz und Fisch habe ich auch nicht. Irgendwas läuft hier gerade ganz komisch. Denn jetzt kommt schon die dritte Ressource nach vorne, ohne dass ich was machen konnte. Und die muss ich ebenfalls ungenutzt verstreichen lassen. Jetzt kann ich mir wieder ein Holz nehmen. Da kommen zwei Fische, die könnte ich jetzt nochmal aufwerten zum Wenden. Fisch und Holz habe ich da, um das bezahlen zu können. Das würde mir künftig zwei Fisch, ein Holz geben. Das machen wir. Wenden und nach hinten stecken. Hier habe ich jetzt nichts mehr zum Aufwerten, das nehme ich aber dann. Und nochmal, den Handelsposten brauche ich nicht. Runde zu Ende, wir sind bei Runde 4. Jetzt haben wir eine Wohnhütte und einen Tempel. Beides kann ich im Moment nicht aufwerten, weil mir der Stein dazu fehlt. Hier haben wir noch ein kostenloses Holz. Könnte ich aufwerten. Was kommt danach? Fischen. Das lassen wir mal. Den Tempel packen wir nach hinten. Das Holz nehmen wir. Jetzt wird es interessant. Den Fisch. Den werten wir nicht auf. Wir müssen den Steinbruch aufwerten. Und da würde ich jetzt hingehen und sagen, ich zahle einfach mal zwei Holz, nämlich ein Holz und noch ein Holz, und dafür gebe ich halt einen Fisch noch auf, um diesen Steinbruch aufzuwerten, indem ich ihn rotiere und nach hinten stecken muss. Aber dafür gibt er mir künftig einen Stein. Jetzt habe ich noch einen Fisch, den ich mir nehmen kann, und diesen zweiten Steinbruch, den bezahle ich jetzt mit zwei Fisch und überzahle noch mit einem Holz, um ihn ebenfalls aufzuwerten. So. Jetzt haben wir wenigstens die Steinbrüche schon mal aufgewertet. Das Holz kann ich mir natürlich nehmen. Den Stein brauche ich im Moment nicht. Da kommt der Tempel. Das rettet mich der eine Stein auch nicht. Jetzt bräuchte ich einen Fisch, um dann die Wohnhütte aufzuwerten. Habe ich nicht. Den Stein kann ich mir jetzt holen. Das Holz kann ich mir holen. Und ich hole mir zwei Fisch, ein Holz. Jetzt opfere ich das eine Holz und nehme mir Fisch und Holz. Das kriege ich gleich da wieder kostenlos. Ich bezahle jetzt hier Fisch und Holz und werte die Wohnhütte auf, indem ich sie einmal rotiere. Gibt schon mal einen Siegpunkt. Bezahle dafür Fisch und Holz. Und kriege direkt wieder kostenlos Fisch und Holz. Das brauche ich mir hier also nicht eintauschen. Die Karte kommt nach hinten. Wir sind also wieder am Rundenende. Runde 5 geht los. Ein Holz, ein Fisch, ein Stein. Haben wir alles? Werten wir auf. Ein Holz, ein Fisch, ein Stein. Einmal wenden. Das sind jetzt 3 Siegpunkte und nochmal eine Aufwertemöglichkeit. Den Tempel hier können wir nicht aufwerten. Uns fehlt dazu der Stein. Den Holzarbeiter könnten wir aufwerten. Wir würden dann einen Fisch überbezahlen. Was kommt danach? Danach kommt ein Steinbruch. Ich glaube, da ist Nutzen und Aufwerten besser und sinnvoller. Wir nutzen also jetzt erstmal das Holz. Zwei Holz, ein Fisch und könnten diesen Steinbruch aufwerten. Danach kommt nochmal Fisch.
Ja, aber das machen wir. Wir zahlen ein Holz und in diesem Falle leider das zweite Holz und einen zweiten Fisch sogar noch und werten den Steinbruch nochmal auf. Der bringt uns künftig zwei Steine. Kostenlosen Fisch können wir uns nehmen. Wir haben immer noch den Tempel vorne gehalten. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Was brauchen wir? Ein Holz, ein Fisch haben wir. Zwei Steine. Mal schauen, ob wir die kriegen. Da ist der erste Stein. Da kriegen wir ein kostenloses Holz. Und jetzt können wir den Markt mal benutzen. Wir zahlen ein Holz und nehmen uns einen Stein. Wir zahlen ein Holz, nehmen uns einen Stein. Jetzt habe ich das, was ich brauche, um einen Tempel aufzuwerten. Jetzt habe ich zwei Tempel hintereinander. Einen kann ich aufwerten. Ein Holz, ein Fisch, zwei Steine. Ich nehme den ersten Tempel, zahle alles, kippe das nach hinten. Kann den jetzt wenden, nein, rotieren, habe drei Siegpunkte und kann ihn nach hinten stecken. Mit dem nächsten Tempel klappt das im Moment nicht. Kann aber weiterspielen. Stein nehmen, Holz nehmen, das nehmen. Was brauchen wir? Noch einen zweiten Stein. Wir haben einen Fisch, ein Holz, sogar ein bisschen mehr. Zwei Fisch, zwei Holz. Aber uns fehlt der zweite Stein. Wir nehmen uns erstmal noch Fisch und Holz. Wir haben jetzt eine Wohnhütte, die wir aufwerten können. Naja, immerhin. Ein Fisch, ein Holz, ein Stein. Das machen wir mal. Ein Stein, ein Fisch, ein Holz. Und die Wohnhütte wenden. Dann wären wir jetzt bei drei Siegpunkten dafür. Wir bekommen nochmal Fisch und Holz kostenlos. Halten den Tempel immer noch vorne. Jetzt bringt es aber nichts mehr. Ich würde jetzt etwas zahlen müssen, denn was könnte ich mit dem Handelsposten tun? Mit dem Holz würde ich ihn wenden können. Dann wären wir beim Fischposten. Das machen wir mal, denn wir brauchen vielleicht irgendwann die Steine hier beim Handelsposten. Wir müssen dafür. Ich werde jetzt das Holz bezahlen. Na, komm schon, das Holz hier hinten. Nehme den Handelsposten raus und wende ihn auf die Fisch-Stein-Seite. Kann aber im Moment, könnte im Moment nur das Fisch nutzen. Die Runde 5 ist zu Ende. Wir müssen den Tempel nach hinten stecken. Haben jetzt zwei Fisch, drei Fisch, zwei Holz. Runde 6 beginnt. Für die Wohnhütte, um die Aufwertung durchzuführen, fehlt uns der Stein. Wir nehmen uns aber das Holz. Und da kommen zwei Steine. Ha. So, die Wohnhütte. Zwei Fisch, zwei Holz. Zwei Fisch, ein Holz. Zwei Holz. Und zwei Steine, da sind sie gewesen. Und wir können die Wohnhütte aufwerten und sind da schon bei 6 Siegpunkten. So. Den Fisch nehmen wir uns, den Stein nehmen wir uns. Wir können jetzt. Das Holz nehmen. Zahlen auch schon direkt mal ein Holz, um uns den zweiten Stein zu nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gleich was kommt. Reicht das schon? Nein, noch nicht. Wir brauchen zwei Fisch, zwei Holz, drei Stein. Tja, wir haben 4 Ressourcenkarten. Wir könnten uns den Stein jetzt nehmen, aber dann müssten wir was anderes aufgeben. Was kommt dahinter? Holz. Tja, hilft irgendwie alles nix. Wir schauen mal, was wir hinkriegen. Wir opfern diesen Fisch und nehmen uns dafür diesen Stein. So. Jetzt kommt. Dahinter kommt eine interessante Karte mit zwei Fischen und einem Holz. Wir opfern jetzt Fisch und Holz und nehmen uns dafür das Holz. Können den Tempel damit vorne behalten. Und jetzt opfern wir das gerade genommene Holz. Nehmen uns zwei Fische, ein Holz. Und jetzt haben wir immer noch ein Holz zu wenig und leider auch ein Stein zu wenig. Aber dahinter kommt die Wohnhütte. Das heißt, wir opfern doch noch einen letzten Stein und nehmen uns diese Karte. Jetzt haben wir wenigstens die Möglichkeit, die Wohnhütte aufzuwerten.
Zwei Holz, zwei Fisch, zwei Stein. Wir müssen einen Fisch extra bezahlen. Packen das aber alles nach hinten und können wenigstens die Wohnhütte aufwerten. Mal schauen, ob wir den Tempel noch länger vorne halten können. Wir können uns das hier nehmen. Wir können für den Handelsposten mal eine Aufwertung versuchen, indem wir jetzt auf die Steinseite gehen. Die könnte für uns interessant sein. Und jetzt müssen wir den Tempel tatsächlich nach hinten packen, denn der zweite, mit dem können wir nichts machen. Und die Runde 6 ist jetzt auch zu Ende. Wir wenden nochmal auf Runde 7. Mit dem Holz und den zwei Steinen. Die Wohnhütte können wir nicht mehr aufwerten, die kann direkt nach hinten. Den Fisch nehmen wir uns. Den Steinbruch können wir nicht aufwerten. Wir nehmen uns einfach mal den Stein. Es kommen ganz viele Ressourcen. Tja, den Stein brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir können uns das Holz nicht nehmen. Das müssen wir nach hinten packen. Wir haben ja noch Holz. Den brauchen wir auch nicht. Jetzt kommen ganz viele Ressourcenkarten, aber die Karten, für die wir die Ressourcen jetzt ausgeben, die kommen weiter hinten. Und jetzt kommt etwas, was spannend sein kann. Ich opfere das Holz, nein, ich opfere den Fisch und nehme dafür zwei Fisch, ein Holz. Jetzt habe ich zwei Fisch, zwei Holz und drei Stein. Jetzt kann ich mir noch einen Tempel suchen, den ich aufwerten könnte. Könnte sogar noch das Holz opfern. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Und dafür, jetzt habe ich drei Fisch, drei Stein und zwei Holz. Die Wohnhütte nach hinten. Denn auch mit dieser Ressourcenkarte möchte ich nichts tun. Drei Stein habe ich. So, jetzt gucken wir mal. Den Tempel, den kann ich aufwerten. Zwei Fisch, zwei Holz und drei Steine. Die drei Steine sind hier, die zwei Fisch und das zweite Holz werden dann drei Fisch. Den Tempel kann ich nochmal aufwerten. Mit dem Handelsposten kann ich nichts tun, mit dem Tempel kann ich auch nichts tun. Runde 7 zu Ende, die letzte Runde beginnt. Nach hinten stecken und wir sammeln wieder Ressourcen. Mal gucken, was diesmal kommt. Der Teil war einfach. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, den brauchen wir nicht. Das Holz brauchen wir irgendwie auch noch nicht. Hier liegen die Karten etwas ungünstig. Normalerweise wäre eine etwas gleichmäßigere Verteilung zwischen Karten, die Ressourcen kosten, und Karten, die Ressourcen bringen, wünschenswerter. Schlecht gemischt. So. Die würden wir uns gerne nehmen. Dafür geben wir das Holz gerne auf und nehmen uns dafür das Holz und zwei weitere Fische. Der muss nach hinten ungenutzt. Der muss nach hinten ungenutzt. Hier nehmen wir uns natürlich gerne statt des Fisches noch einen Fisch und ein Holz. Das heißt, wir haben wieder drei Fisch, drei Steine und zwei Holz. Die Wohnhütte muss nach hinten, da können wir eh nichts mit tun. Wir gucken weiter. Ja, drei Fische haben wir, aber drei Holz haben wir nicht und vier Steine haben wir nicht. Mit dem Tempel können wir gerade nichts machen. Der Werkzeugmacher hier bringt uns gerade auch nichts. Wir könnten ihn zwar nochmal aufwerten. Ein Fisch, ein Holz, ein Stein hätten wir. Würde uns dann in Zukunft das hier bringen, aber die Zukunft ist nicht mehr weit weg. Das Ende ist nämlich nah von Runde 8, das heißt, die Karte kommt sowieso nicht mehr wieder. Brauchen wir nicht aufwerten. Tja, wollen wir handeln? Das bringt uns nur dazu, die noch mehr Steine zu haben. Das hilft uns auch nicht. Das heißt, den Tempel können wir nicht aufwerten. Da fehlen uns der Steine dazu. Dann fehlen uns noch ein Holz, das bringt auch nichts mehr. Den Tempel können wir aber nochmal aufwerten. Ein Holz, ein Fisch, zwei Steine. Das heißt, die zwei Steine und ein Holz, ein Fisch. Und wir können diesen Tempel aufwerten. Und da muss der Handelsposten nach hinten. Und wir haben Runde 8 beendet und haben 2, 3, 4 Ressourcen übrig. Die müssen wir leider aufgeben.
ungenutzt und Runde 8 ist zu Ende. So, Spiel ist zu Ende. Wir müssen zählen, was hier oben links an Siegpunkten steht. 2, 8, wenig, 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 6 und 8 sind 14 und 6 sind 20, 23, 23 Siegpunkte. 23 Siegpunkte, wir schauen in die Punktetabelle. 23 nennt sich ein respektables Ergebnis, aber ihr seht, es geht natürlich noch sehr viel weiter. Das Maximum, ich habe einmal durchgezählt, ohne irgendwelche Errungenschaften zu spielen, bekommt man maximal 53 Punkte. Soweit bin ich noch nicht gekommen, ich bin noch nicht über die 30 hinausgekommen. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich habe aber an diesem Spiel sehr viel Spaß. Man kann es abends im Bett, unterwegs im Zug, kurz in der Mittagspause oder einfach mal gemütlich auf dem Sofa oder Sessel beim laufenden Fernseher spielen. Das funktioniert alles hervorragend, kann ich euch sehr empfehlen. Für 8 Euro kann man da sehr viel Spaß haben und auch sehr lange, weil es auch sehr einfach mitzunehmen ist. Die Karten lassen sich sehr gut anfassen, sind ein bisschen rutschig anfangs, aber auch daran gewöhnt man sich. Palm Island, die Insel to go, die Insel in der Handfläche zum Mitnehmen. Ziemlich viel Spaß, empfehlenswert. Schaut es euch in Ruhe an. Ich verlinke euch das Boardgame-Geek-Profil von diesem Spiel. Da werdet ihr dann auch später das Video finden. Das zu diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spartacus.